Hallo ihr Lieben! Ja, der Sommer ist endlich da. Ich freue mich riesig, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine mühsam aufgebaute Sommerbräune von vor ein paar Monaten war schon längst wieder weg. Jetzt soll man sich von heute auf morgen wieder in Sommerklamotten schmeißen und es sieht irgendwie komisch aus mit so käsigen Beinen. Aber viel Zeit bleibt halt jetzt nicht mehr, ja, um die Bräune aufzubauen. Da hilft nur eins. Die Bräune aus der Tube, und zwar Selbstbräuner. Ich weiß aber, dass viele von euch Respekt davor haben, Selbstbräuner zu benutzen, weil, wenn man mal ehrlich ist, es kann auch wirklich sehr schnell sehr scheiße aussehen. Ich habe den früher auch immer aufgetragen, das glaubt ihr nicht. Ich hatte die ganzen Handinnenflächen komplett orange, gelb und ja, anderes Thema. Jedenfalls könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon so mit Selbstbräuner für Erfahrungen gemacht habt. Seit meinen Selbstbräuner-Fails ist zum Glück schon ein bisschen Zeit vergangen und ich habe für mich rausgefunden, wie es klappt, wie es vernünftig aussieht, wie es schön aussieht sogar. Und diese Tipps und Tricks habe ich für euch jetzt mal zusammengetragen, damit ihr auch zu einer schönen, schnellen Sommerbräune kommt. Schritt 1, das Peeling. Das Peeling ist wirklich ein ganz obligatorischer Schritt. Der muss sein. Den könnt ihr nicht skippen, diesen Schritt. Denn wenn man nicht peelt, wird an den Stellen, wo so eine übermäßige Verhornung besteht auf der Haut, die Haut dunkler. Und wir wollen ja auf jeden Fall eine gleichmäßige Bräune haben. Ich habe mal die Gelegenheit genutzt und mein Mikrodermabrasionsgerät am ganzen Körper ausprobiert. Und da kann man auch mal sehen, was da an Hautschuppen noch alles runterkommt. Natürlich braucht ihr nicht dieses Gerät. Es ist zwar sehr effektiv, das sage ich euch, aber ihr könnt das Ganze auch mit einem ganz normalen Peeling-Handschuh machen. Verlinke ich euch beides in der Infobox. Kleiner Tipp am Rande, falls ihr doch dieses Gerät besitzt, macht das Peeling am Körper auf jeden Fall ein paar Tage, bevor ihr die Selbstbräuner-Lotion auftragt. Denn wenn man es am gleichen Tag macht, sieht man teilweise kleine Kreise von dem Vakuum. Die werden dann dunkler als der Rest des Körpers und das sieht auch bescheiden aus. Deswegen darauf achten, das ein paar Tage vorher zu machen. Schritt 2. Ihr geht, bevor ihr die Lotionen auftragt, vorher duschen, weil das Ganze funktioniert nur auf sauberer, trockener Haut. Und dann tragt ihr in den Handinnenflächen, zwischen den Fingern, an den Gelenken, also auch an den Kniegelenken, an den Fußsohlen, zwischen den Zehen und hinten an der Ferse, wo so sowieso schon so Rillen sind, sage ich mal, da tragt ihr überall Feuchtigkeitscreme auf. Denn die Creme wirkt so wie eine Art Puffer zwischen Selbstbräuner und Haut, dass sich da einfach die Bräune nicht entwickeln kann oder nicht so stark zumindest entwickeln kann. Dann nehmt ihr euch euren Selbstbräuner und euren Applikationshandschuh, das gibt es immer so zu kaufen, verlinke ich euch auch in der Infobox, und sprüht euch dann euren Selbstbräuner auf den Handschuh auf. Das sieht nicht gerade sehr ansehnlich aus, ich weiß, aber dafür riecht der Selbstbräuner von St. Moritz echt gut. Und ich würde euch hier, bei diesem Produkt zumindest, auch die Farbe Dark wärmstens ans Herz legen, denn der wird wirklich braun und der in Medium wird orange. Also selbst die hellen Häutchen unter euch, nehmt Dark, der macht auf jeden Fall einen schöneren Teint. Kommen wir zum Auftragen. Wenn ihr dann hier so einen Klecks auf eurem Handschuh habt, verteilt die große Menge erstmal auf großen Flächen. Und dann, wenn alles verteilt ist und fast nichts mehr auf dem Handschuh drauf ist, dann geht ihr an so Stellen wie Ellenbogen und macht nur so ganz leichte Bewegungen drüber oder auch an den Händen. Ja, also niemals hier anfangen und dann weiter verteilen, sondern auf großen Flächen anfangen und dann zu den Händen hin so ausstreichen mit dem Rest an Farbe, der noch dran ist. Genau das gleiche macht ihr so auch an den Knien. Also wenn das mein Kniegelenk wäre, auch nur so drüber hauchen, sage ich mal. Und auch über die Füße. Also die Füße spart ihr erstmal komplett aus. Und wenn ihr die ganzen Beine gemacht habt, dann geht ihr hauchzart nur so über eure Füße drüber. Diese Methode verhindert halt, dass sich da zu viel Farbe ansetzt an diesen Stellen, die sowieso ein bisschen verhornter sind. Und das verhindert einfach, dass das dann an den Stellen so künstlich und fleckig aussieht. Um den Rücken ohne fremde Hilfe streifenfrei braun zu kriegen, müsst ihr eure Hand und den Handschuh so drehen. Ihr seht das hier in dem Clip. Und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Dann lasst ihr das Ganze über ein paar Stunden einwirken. Ich mache das meistens über Nacht in ganz ollen, lockeren Klamotten, weil das definitiv abfärbt und auch nicht so gut riecht. Also
da bitte darauf achten, dass ihr nicht eure Lieblingsklamotten oder eure Lieblingsbettwäsche womöglich gerade drauf habt. Jetzt kommt aber mein ultimativer Geheimtipp, was Selbstbräuner angeht, und zwar Babypuder. Für die Zeit des Einwirkens nehmt ihr das Babypuder und pudert euch damit ein, beziehungsweise wenn ihr euch nicht am ganzen Körper einpudern möchtet, macht das auf jeden Fall in die Armbeugen rein und verteilt das schön. Also es kann auch ruhig so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich denke schon, es kann auch ruhig so richtig weiß sein. Das macht nichts mit dem Selbstbräuner. Das verhindert nur, dass der Schweiß sich da drin sammelt und die Farbe ungleichmäßig verteilt. Wie gesagt, das könnt ihr komplett auf dem ganzen Körper machen oder nur an den Stellen, wo man halt besonders schwitzt, vor allen Dingen im Sommer, also in den Armbeugen, in den Kniekehlen oder auch ja hier so an den Achseln zum Beispiel. Das saugt dann so den Schweiß auf und ich finde, das ist auch einfach ein super angenehmes Gefühl. Man fühlt sich nicht so klebrig, sondern schön mattiert durch dieses Babypuder. Und damit kann man das auf jeden Fall aushalten, das ein paar Stunden einwirken zu lassen. Am nächsten Tag oder ein paar Stunden später geht ihr dann duschen. Und wie man sieht, geht da auch wirklich noch eine ganze Menge Farbe wieder ab. Et voilà, dann habt ihr eure Sommerbräune ganz ohne UV-Strahlen erreicht. Und die Sommerklamotten wirken direkt ganz anders. Wenn euch solche praktischen Tipps und Tricks gefallen, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch schöne Sommertage und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao!